Liebe Zuschauer, die Sendung heißt Wir sind Papst und zu diesem Thema begrüßen wir den Autor, Publizisten und Journalisten Daniel Matissek. Daniel, herzlich willkommen. Hallo Peter, danke für die Einladung. Ja, du hast die Überschrift gehört, Wir sind Papst. Hättest du je gedacht, wenn ein Papst Waffenstillstand und Frieden für sich in Anspruch nimmt und für die Welt, insbesondere auf die Auseinandersetzung Russland-Ukraine, dass er dann so gescholten wird? Ja, also wer hier gescholten wird, ist ja letzten Endes eigentlich Jesus Christus, wenn man so will, als die Stimme der Bergpredigt mit all dem, was im Prinzip im Evangelium verkündet wird, ist ja eigentlich, wenn man so will, die Urblaupause der Gesinnungsethik, die ja für die Kirche zu allen Zeiten eigentlich die moralische Vorgabe war. Und der Papst hat ja nichts anderes getan als das, was eigentlich die, sage ich mal, die großen Friedenspäpste der Nachkriegszeit, wenn man jetzt Paul den VI. Noch dazu rechnen will, vor allem aber auch Johannes Paul II., was die auch schon getan haben im Prinzip. Also mit der Sichtweise, die man jetzt hier dem Vatikan entgegenbringt, wegen dieser wirklich zum ersten Mal vernünftigen Aussage dieses Papstes, der ja wirklich in den letzten Jahren mit allerlei verschrobenen Ansichten aus der Befreiungstheologie und so weiter aufgefallen ist, jetzt zum ersten Mal wirklich back to the roots, wenn man so will, katholische Ursubstanz hier verbreitet hat, auf Deeskalation und die Aufforderung zum Frieden, zum Verhandeln gebracht hat, was eigentlich für einen Hohepriester dieser Kirche absolut würdig und angemessen ist. Die Begriffe, mit denen der dafür jetzt gescholten wird, die hätten dann natürlich auch bei Johannes Paul II. Zur Zeit des Kalten Krieges hätte man die ja schon genauso anwenden können. Und dann sieht man ja schon hieran, Peter, wie sich die Maßstäbe komplett verschoben haben. Ja? Also wir haben hier es zu tun im Westen mit radikalen Kriegstreibern. Der Unterschied zu den Falken des Kalten Krieges ist ja der, dass dieselben, die uns heute hier diesen Krieg da immer weiter in die Verlängerung treiben wollen, dass das ja genau die sind, die uns hier 40 Jahre lang komplett demilitarisiert haben, die eigentlich hier eine Verteufelung von Landesverteidigung, von Selbstbehauptung in allen Belangen und so weiter gepredigt haben und die jetzt plötzlich im Schnelldurchlauf innerhalb von wirklich 180 Grad Wenden von wenigen Monaten vom Paulus zum Saulus geworden sind und sich nicht mal schämen, wie gesagt, eine religiöse Kapazität wie den Papst für das, was eigentlich seine genuine Aufgabe ist, nämlich, wie der Name schon sagt, Pontifex, Brücken bauen, Verständigung herbeiführen, ihn dafür anzufeinden. Also da sieht man schon, wie moralisch verkommen eigentlich hier wirklich diese westliche, ich möchte sagen, transatlantische Nomenklatur geworden ist. Und das zeugt eben wirklich davon, dass wir hier im Westen auf einem ganz schmalen Grat mittlerweile wandeln. Und das kann meiner Meinung nach so nicht mehr lange gut gehen. Lass mich zur Betrachtungsweise zurückkommen. Wir haben eine Sendung gemacht, die mal so 60 Jahre zurückgeht, also über 60 Jahre, genauer gesagt 62 Jahre, und zwar ins Jahr 1962, als die Welt vor einem Atomkrieg stand. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Russland wollte Atomraketen auf Kuba stationieren. Der Amerikaner damals unter John F. Kennedy hat nicht nur Warnungen abgegeben, sondern hat deutlich gesagt, es wird dann zu einer militärischen Eskalation führen. Khrushchev hat dann eingelenkt. Ich erkenne Parallelen dazu. Und dass dieser Überfall durch vieles nicht zu rechtfertigen ist von Russland auf die Ukraine, ist das eine. Das andere ist aber, dass führende Politiker, unter anderem Klaus von Dohnanyi, den ich sehr schätze, SPD-Politiker, ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg, der vor 2 Jahren noch gesagt hat, dieser Krieg wäre zu verhindern gewesen. Und jetzt tauchen ja auch Dokumente auf, wo Putin Biden angeschrieben hat, wir brauchen Garantien, dass es hier keine Erweiterung der NATO gibt und die Ukraine unabhängig bleibt. Biden hat es abgelehnt. Klaus von Dohnanyi, SPD-Politiker, hat es bestätigt. Man ist Putin mit einer Arroganz begegnet. Daniel, wir können auch nicht verhehlen, dass bis auf Georgien und bis auf die Ukraine Russland eingekreist ist. Das war nie beabsichtigt, als der eiserne Vorhang gefallen ist, als wir Gottlob ohne irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen wieder ein Land geworden sind. Hast du ein gewisses Verständnis dafür, ein gewisses Verständnis, dass der Russe sagt, der Amerikaner wird es nach meinem Dafürhalten genauso machen, stopp, ich habe euch zigfach gewarnt, jetzt habe ich keine andere Wahl, als mein Territorium zu schützen? Ja, wobei ich würde da schon unterscheiden, Peter, zwischen der Frage der NATO-Einkreisung oder der NATO-Politik und dem speziellen Fall Ukraine. Denn wenn man diese Argumentation bringt, dann spielt man wieder denen etwas in die Karte, die ja sagen, Putin will ja sowieso den großen Befreiungsschlag oder die große Eskalation mit der NATO herbeiführen. Er will danach auch in Baltikum, in Polen und sonst wo weitermachen.
Und genau das sollten wir meiner Meinung nach, auf diese Gedanken sollten wir uns meiner Meinung nach gar nicht einlassen, denn das sind so absurd haltlose Spekulationen. Dafür gibt es weder militärisch noch politisch irgendwelche Indizien, dass Putin das hier wollte. Wer so redet, der betreibt im Prinzip einfache westliche Kriegspropaganda. Die eigentlichen Ursachen dieses Krieges, die liegen weniger in der NATO-Osterweiterung als in der speziellen Rolle der ostukrainischen, also der russisch-stämmigen Bevölkerung und deren Situation in der Ostukraine. Ein ähnliches Bild, das wir auch in Transnistrien erleben oder in anderen Bereichen, wo eben ethnische Russen eine Mehrheit stellen, wo sich Russland natürlich als Schutzmacht aufspielt und das auch immer getan hat. Und es war auch nicht so, dass der Westen das nicht wusste, schon vor 20 Jahren und auch schon zu Zeiten, als die große Erweiterungsrunde der NATO-Osterweiterung war, war immer klar, dass die Ukraine ein Sonderfall ist. Deswegen hat sich da auch keiner dran getraut. Und der Westen hat das eigentlich auch bis noch unter Obama weitgehend berücksichtigt. Erst mit dem Überfall auf die Krim hat sich das dann radikal geändert. Und danach sind die Amerikaner, wohlgemerkt die Amerikaner, auf eine Eskalationsschiene gegangen, indem sie wirklich einen, sagen wir mal, Psy-Op, einen verdeckten hybriden Krieg, das, was man heute eigentlich Putin vorwirft, schon gegen Russland begonnen haben, indem sie beispielsweise, wie ja jetzt mittlerweile auch als weitere widerlegte Verschwörungstheorie bekannt geworden ist, sehr wohl CIA-Basen beispielsweise im Land haben, indem man denkt man nur an die gesamte Geschichte mit Hunter Biden, mit Victoria Nuland, diese Arroganz, mit der die Putin da abgedriftet haben und auch zum Teil die Europäer da völlig außen vor gelassen haben, um die Eskalation in der Ukraine mehr oder weniger vorzubereiten. Also dieser Krieg hatte eine lange Vorgeschichte, mindestens 10 Jahre, und es war meiner Meinung nach auch nicht beabsichtigt, ihn wirklich sozusagen unblutig verlaufen zu lassen, sondern hat Russland mehr oder weniger dahin gedrängt, geradezu diese Eskalation dann zu vollziehen. Aus Gründen, die nicht ganz durchschaubar sind. Vielleicht erfahren wir sie erst mal irgendwann. Auf jeden Fall ist es eine Lüge zu behaupten, dass Putin diesen Angriff auf die Ukraine praktisch als eine Art Ouvertüre für einen späteren Feldzug durch Westeuropa zur Niederschlagung der NATO-Staaten, der EU-Staaten mehr oder weniger begonnen hätte. Und wer so etwas behauptet, beweist damit wirklich nur vollkommen groteske Unkenntnis der Vorgeschichte dieses Krieges. Noch ein Wort zur NATO-Osterweiterung, das wird auch immer ein bisschen falsch dargestellt. Ich meine, es gab immerhin, das stimmt, es gab möglicherweise dieses mündliche Versprechen von 1991 in den damaligen Verträgen, dass sich der Osten, der Osteuropa nicht weiter der NATO anschließen soll. Andererseits hat Russland auch damals schon akzeptiert, dass die Völker sich selbst entscheiden dürfen, was das ja impliziert, dass sie auch in der Wahl der Bündnisse frei sind. Und Russland hat nicht auf die schriftliche Fixierung dieser doch so wichtigen Note beharrt, was Zweifel daran weckt, ob sie wirklich auf offizieller Ebene so vereinbart war. Gorbatschow hat das zwar später behauptet, aber es gibt noch ein anderes Dokument, ein sehr wichtiges, ist die NATO-Russland-Grundsatzakte von 1997. Und spätestens da hat Russland eindeutig, das wird immer vergessen heutzutage, hat eindeutig Russland dieser Osterweiterung auch zugestimmt, indirekt durch die Anerkennung der Voten der osteuropäischen Länder. Insoweit würde ich diesen Konflikt hier nicht im Zusammenhang mit dieser Umzingelung Russlands sehen, sondern ich würde diesen Konflikt wirklich eher rein bezogen darauf sehen, dass Russland in der Ukraine sowohl kulturell als auch ethnisch natürlich eine ganz besondere Verankerung hat. Und man hat ja auch in den Minsker Verhandlungen Russland zugesichert, dass es diese Selbstbestimmungsfrage im Donezbecken gibt, dass diese drei Oblasten sich entscheiden können, ob sie zu Russland oder zur Ukraine gehören wollen. Das hat man dann verweigert, das wurde nicht durchgeführt. Man hat auch die Autonomiestatusrechte der ostukrainischen Bevölkerung, der russischstämmigen, nicht gewahrt, sondern im Gegenteil die Rechte immer weiter eingeschränkt, sodass es klar war, da wurde so viel Öl ins Feuer gegossen, bis es irgendwann knallt. Und das ist dann tatsächlich passiert. Wie gesagt, aus unserer Sicht inakzeptabel. Wir sehen selbst, dass es ein Angriffskrieg ist, der hätte niemals stattfinden dürfen, ganz klar. Aber man soll nicht so tun, als hätte es gehabt. Und das ist die Sauerei an dieser ganzen Situation, Peter. Den Menschen wird hier erzählt, da hätte praktisch ein friedliches ukrainisches Land, das westliche Werte vertritt, was sie nie getan haben, braucht man nur dieselben Medien zu lesen, die heute pro-ukrainisch berichten, die wie die noch vor 2 Jahren über das Land geschrieben haben, dass dieses Land aus heiterem Himmel von Putin überfallen worden wäre. Und wenn die praktisch erobert sind, dann geht es mit Polen, mit Litauen, mit Lettland, Estland weiter. Und das ist diese Propagandalüge. Und dagegen müssen wir uns stemmen. Und da habe ich jedes Verständnis, muss ich mittlerweile auch wirklich sagen, wenn jemand sagt, es muss hier praktisch ein Waffenstillstand erzwungen werden, notfalls auch von außen und auch notfalls über den Rücken der Ukraine hinweg, weil einfach dieses Morden, dieses Sterben jetzt aufhören muss. Man muss wieder auf den Status zurück, in dem man vor dem ab Februar 2022 war, und muss diesen Konflikt jetzt endlich an der Wurzel packen und lösen, diplomatisch.
Das blaue Wunder scheint furchterregend zu sein, denn wie ist es sonst zu erklären, dass alle Berichterstattung und Politiker, Medienvertreter, auch aus dem Showbusiness sagen, um Gottes Willen, die AfD und das sind die Schlimmsten. Ob das wirklich so ist, deshalb sprechen wir mit vielen Politikerinnen und Politikern aus dem Landtag und aus dem Bundestag, da könnt ihr euch ein Bild machen. Und es ist wirklich so, hier scheint die große Angst vorzuherrschen, dass man sagt, das sind ja Leute, die könnten uns ja gefährlich werden. Einmal von ihrer Geisteshaltung her gesehen, im positiven Sinne, was sie an Reputation haben, Lebenserfahrung und an Wissen, was sich angeeignet haben. Und zum anderen natürlich auch, in welche Richtung sie dieses Land verändern wollen. Nämlich in eine Richtung, dass wir gut und gerne in diesem Land leben. Danke, sagt der Peter Weber und das Team für die Unterstützung. Nun hast du recht, die Vereinbarung 97, aber Hans-Dietrich Genscher war ja damals ja Außenminister, ein Mann, der doch einen anderen Politikerstil darstellte, als wir heute erleben, muss man sagen, ein Diplomat. Er hat Etwas, ja. eindeutig gesagt, wir sind uns darüber einig, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird, noch nicht mal auf dem Boden der DDR. Das ist wörtlich von ihm gefallen. Lass mich zurückkommen, und zwar ein hochrangiger Ex-NATO-Mitarbeiter, ganz hochrangig, sagte, es ist eine Farce zu behaupten, das, was du gerade eben sagst, bestätigt das, dass Putin die Absicht hat, andere Länder hier einzuvernehmen, Baltikum, Polen und so weiter. Das ist ein Vorwand, da wird ein Motiv geschaffen, um aufzurüsten, in einer Form, wie wir es jetzt erleben. Wir kommen gleich noch zum Wehrbericht. Daniel, haben wir zu viel selbsternannte Militärexperten? Ironisch, ja, beziehungsweise gar keine echten mehr. Also die echten Experten, die lassen sich wirklich wie Schulbuben vorführen mit nicht abhörsicheren Gesprächen, machen uns sich zum Gespött sicherheitspolitisch im Ausland, im In- und Ausland. Und dafür sitzen irgendwelche Ineptokraten, irgendwelche Vollversager und Dilettanten, die weder, ich sag mal, früher hätte man gesagt, ungedientes Pack, um es mal ironisch auszudrücken, ja. Aber auch welche, die vielleicht durchaus mal ein Gewehr gehalten haben, Kiesewetter und Co., die sich aber trotzdem einbilden, sie wären da praktisch militärische Gelehrte oder Schlachtenexperten und große Strategen. Wenn ich mir da einen Hofreiter anschaue oder auch eine Strack-Zimmermann, eine ehemalige Kommunalpolitikerin, woher solche Leute sich die Anmaßung greifen, hier Expertisen abzusondern und dafür auch noch immer wieder die Bühne geboten bekommen, Peter, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn es sind ja immer wieder dieselben Konstellationen von Gesprächsrunden, die uns hier praktisch als so vermeintlich diskussionsbestimmend präsentiert werden. Da wundert mich dann auch irgendwo der Desinformationsgrad der Bevölkerung nicht mehr, ja, wenn solche Leute als Experten präsentiert werden. Daniel, was ein Wortspiel. Kann man sagen, Strack-Zimmermann beißt sich durch? Genau, die rüstige Rentnerin sozusagen, genau, ja. Ja, sie hat sich ja selbst inszeniert als Oma Courage, ohne überhaupt zu wissen, was sie damit im Prinzip für einen selbstironischen Unsinn verbreitet hat. Denn die Figur der Mutter Courage ist ja bei Brecht eigentlich eine klassische Kriegsprofiteurin, die ja mit den Streitkräften mitzieht und ihre Geschäfte macht mit den Soldaten als Marketenderin. Das ist ja sowieso der größte Gag, dass das die FDP offensichtlich selbst nicht mal kapiert hat bei dieser Inszenierung. Aber es wundert mich auch nicht, weil so ahnungslos wie die letzten Endes in Deutschland, in diesem, wie gesagt, demilitarisierten Land effektiv seit 40 Jahren sind oder seit 30 Jahren, ohne jedes persönliche Verhältnis und ohne jedes innere Führungsverhältnis zur eigenen Truppe, die ja überhaupt keine öffentliche und gesellschaftliche Rückendeckung erfahren hat, wo es überhaupt keine Bezugspunkte mehr zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär gibt, dass in einem solchen Land jetzt hier plötzlich die großen Rüstungssprüche fallen und dass hier plötzlich die Wehrfähigkeit, die Kriegstüchtigkeit beschworen wird. Das ist ja eine Farce von dergleichen. Nun muss man auch sagen, welche Diffamierung mussten die Familien hinnehmen bei der KSK, insbesondere Kommando Spezialkräfte. Da sind die Väter, wenn die Kinder zur Schule gegangen sind, als Mörder bezeichnet worden. Das ist die Situation, das muss man sagen. Und eine Partei stellt sich jetzt hin und zeigt mit dem Finger auf die Bundeswehr, sei es jetzt in Bezug Manpower oder Material. Wehrbericht, Frau Högel. Daniel, eine einzige Katastrophe. Die CDU will also jetzt Scholz dazu drängen, die Thematik Taurus-Lieferung, also die Marschflugkörper. Nun muss man sagen, Daniel, von den 600 Marschflugkörpern sind nur 300 einsatzfähig, weil bei den anderen ist seit Jahren kein Update mehr gemacht worden. Das heißt also, die müssten die praktisch, das ist jetzt sarkastisch, die müssten die praktisch an die russische Grenze stellen,
und mit dem Auto irgendwo hin und praktisch vor eine, so wie Roderich Kiesewetter sagte, vor ein Ministerium stellen und mal praktisch mit der Lunte anzünden, dass da überhaupt was passiert, ne? Also das ist böse und das ist sarkastisch, aber der Zustand der Bundeswehr ist doch katastrophal. Das heißt also Munition maximal für 2 bis 3 Tage. Die Menschen sind deillusioniert, die dort sind, die Kasernen befinden sich im maroden Zustand. Die gesamte Truppe ist eigentlich nicht einsatzfähig, so wie es im Verteidigungsfall vonnöten wäre. Ja, genau. Man hat ja im Prinzip schon Merkel mit ihrer damaligen Kehrtwende Abschaffung der Wehrpflicht, die sie wenige Monate vorher noch betont hat, nicht abschaffen zu wollen, die dann plötzlich doch zur Disposition gestellt wurde, ähnlich wie beim Atomausstieg, bei vielem anderen, hat man im Prinzip dann ich sag mal, die Abwicklungsphase der Bundeswehr im Prinzip eingeleitet. Und die ist ja auch letztlich durch diesen Ukraine-Krieg nicht unterbrochen worden, sondern sie hat sich eher noch beschleunigt. Denn natürlich werden jetzt hier wieder markige Sprüche geklopft, aber faktisch wurde ja seit Februar 2022 der Rest, der überhaupt noch etwas getaugt hat zur Wehrfähigkeit, also das Zeug, was noch geklappt, was noch geschwommen, gerollt, geflogen ist, das wurde ja mehr oder weniger alles noch jetzt außer Landes geschafft in die Ukraine geliefert. Und das, was hier an Restbeständen ist, das reicht ja nicht mal mehr aus für die primitivste Landesverteidigung. Insoweit ist das eigentlich ein seltsamer, irgendwo, ist so eigentlich so eine widersprüchliche Botschaft, so eine schizophrene politische Aussage, die da fällt, dass man einerseits so tut, als sei jetzt nichts wichtiger als Aufrüstung, andererseits hat man die eigene Bundeswehr im Prinzip bis zur Unfähigkeit kaputt gemacht und kaputt gespart. Also eigentlich auch diese Aussagen von wegen, um Gottes Willen, wenn Trump hier aus Europa abzieht und uns im Stich lässt. Ja, wenn er uns im Stich lässt, dann allenfalls genau deshalb, weil eben Deutschland jahrzehntelang und auch immer noch nicht seine NATO-Verpflichtungen erfüllt und diese 2%-Ziel eben zwar auf dem Papier jetzt schon, aber in der Praxis ja noch nicht eingehalten hat. Und wir wissen ganz genau, Peter, eigentlich sind auch 2% viel zu wenig, um das, was wir jetzt ins Ausland geschafft haben und das, was hier alles kaputt ist, wieder hinzubiegen. Und es zeigt ja auch dieser neue Wehrbericht, müsste ja noch deutlich mehr als die veranschlagten Budgets eigentlich eingesetzt werden. Aber was tun die bei uns jetzt? Sie diskutieren darüber allenfalls in dem Zusammenhang, dass sie sagen, die Schuldenbremse muss ausgesetzt werden. Dafür wird das Thema im Prinzip genommen, dass man sagt, jetzt haben wir noch einen weiteren Grund, die Schuldenbremse wieder auszuhebeln, weil wir ja was für unsere Rüstung tun müssen. Da sieht man auch wieder, der ganze Konflikt hat vor allem auch eine innenpolitische Komponente. Hier sollen praktisch jetzt im Hauruck-Verfahren die Maßnahmen, die unter Merkel und natürlich auch unter Scholz ja wirklich jahrelang, jahrzehntelang hier verbrochen wurden, die sollen jetzt im Schnelldurchlauf praktisch wieder korrigiert werden. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich glaube, den meisten Deutschen ist nicht ansatzweise klar, wie desolat da wirklich die Situation ist, wenn man mal mit Berufssoldaten spricht und die mal in ihrer Freizeit einen im Tee haben und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann hört man ja, die lachen darüber ja selbst nur noch. Ich meine, das Land ist ja wirklich nicht mehr verteidigungsfähig und so wenig, wie es eben auch außenpolitisch unter diesem Personal ernst zu nehmen ist, so wenig ist es das natürlich erst recht militärisch. Eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Deutschland noch vor 80, 90 Jahren verkörpert hat. Das kann man zwar gut finden, aber dann sollte man auch sagen, wir sind konsequent und wir bleiben dann, oder man hätte sagen müssen, wir sind eigentlich eine Supermacht in Diplomatie, in Friedensvermittlung. Und da waren wir ja auch immer stark. Das wäre unsere Aufgabe gewesen in diesem Konflikt, von Anfang an zu sagen, unsere Stärke sind nicht irgendwelche Bataillone oder Zugaben oder Morgengaben für die Ukraine, sondern unsere Stärke ist, dass wir mit unseren exzellenten Verhältnissen zu Russland, die wir ja noch hatten bis dahin, dass wir diesen Konflikt eben beilegen. Da hätte sich Deutschland unsterblich machen können. Aber dafür haben wir leider die völlig falschen Leute an der Spitze, ein völlig falsches mediales Ambiente und wie gesagt, auch nicht mehr die moralische und charakterliche Stärke leider. Nun muss man auch sagen, die Beschaffung dauert Jahre. Das heißt also, wir sprechen ja nicht von der Beschaffung und von der Form 12 Monate oder 24 Monate, sondern wir sprechen von 6, 7 Jahren der Beschaffung. Zum anderen, Daniel, ist es ganz klar so, dass die Menschen anders erzogen worden sind. Ich sagte es von der KSK, heute müssen wir uns über Gendersprache unterhalten. Heute müssen wir uns unterhalten, dass ich sage, entscheide dich, ob du ein Mann bist oder eine Frau, ob du ein Mädchen bist oder ein Junge, wenn du ein Röckchen tragen willst. Die Wehrhaftigkeit, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, die ist uns aberzogen worden. Die Wehrhaftigkeit ist in allen Bereichen aberzogen worden. Ich dulde kein Mobbing, ich dulde keine Auseinandersetzung, die über ein gewisses Maß hinausgeht. Aber so wie Buben oder so wie früher ist es halt mal zu einer Auseinandersetzung gekommen und dann bist du nach Hause gegangen.
Die sind fairer abgelaufen, keine Frage. Es wurde niemand gegen den Kopf getreten und wenn jemand da unterlegen war, da ist es sofort respektiert worden. Aber die Wehrhaftigkeit, die ist uns doch gänzlich aberzogen worden. Man hat uns erklärt, was wir für ein Volk sind. Man hat uns, ich sag's wie es ist, gesamtgesellschaftlich verweichlicht. Und so schaut doch die Situation aus, da kommt niemand umher. Das Reizle ist, den ich sehr schätze, der Linde-Chef, der sagt, eine Gesellschaft, eine leistungslose Gesellschaft, leistungsorientierungslose Gesellschaft, wie wir jetzt haben, wird nicht überleben können. Und wir finden uns in einem Wettbewerb. Warum geht denn Miele nach Polen? Und hier haben doch Sozialforscher ganz und klar gesagt, weil hier kein Arbeitswille mehr da ist. Wenn ich mir jetzt die Gewerkschaft der Lokführer anschaue, den Weselski, 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ja, wo sollen das hinführen? Wollen wir noch 28 Stunden arbeiten? Dieses Land muss wieder zu einer Leistung zurückkehren und zu einer Leistungsbereitschaft, dass wir sind bereit, für dieses Land etwas zu tun. Und eines muss ich da sagen, dieses Land wird nur stillgehalten, indem gesagt wird, auf unsere Kosten wird gesagt, wir halten diese Leute ruhig, indem wir sozialisieren bis zum geht nicht mehr. Der Generalsekretär der FDP hat gesagt, die Sozialisierung muss einen Schluss haben, es ist nicht mehr zu bezahlen. Und jeder sollte sich mal sagen, der in dem Land lebt und seinen Hintern hier irgendwo hindrückt, was kann ich für mein Land tun? Und nicht, dass er sagt, was kann mein Land für mich tun? Und das ist der Umkehrschluss, den wir haben in der Generation. Aber die Mentalität ist ja leider völlig verloren gegangen. Und es ist eben, wie gesagt, ich würde es noch ein bisschen ausweiten, jetzt nicht nur was die Berufsleistung oder die Arbeitsleistung betrifft, sondern überhaupt, sag mal, es ist der fehlende Umgang mit Herausforderungen, es ist eine fehlende Bereitschaft, sich mit Härten auseinanderzusetzen. Es gibt einfach keine Härten mehr. Und das betrifft natürlich auch, ob das jetzt letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt, dann sogar kriegerische Auseinandersetzungen sind. Aber auch wenn es eben irgendwie nur darum geht, sich mal in einer Leistungsgesellschaft zu behaupten und durchzuboxen. Also man hat es hier wirklich alles so dermaßen abgeschliffen und verschliffen und wie du es gesagt hast, in Watte gepackt. Und die Menschen sind überhaupt nicht mehr gewohnt, irgendetwas für ihr eigenes Fortkommen, für ihren eigenen Wohlstand und so zu tun, weil sie davon ausgehen, es ist eh alles kollektiviert, es kümmert sich jemand anderes darum. Und andere, und wenn irgendetwas ihnen nicht passt, oder wenn sie sich irgendwie nur subjektiv ausgebrannt oder was weiß ich, wie gestresst oder überlastet fühlen, dann gibt es immer irgendeine Stelle, an die sie sich wenden können, die ihnen darin noch natürlich auf die Schultern klopfen, sie bestärkt. Und auch diese ganze Umverteilungsgesellschaft und alles, letzten Endes den Reichen, wenn ich mir die Woche Dietmar Bartsch anhöre, der dann sagte, wir brauchen hier keine Milliardäre im Land, das sind die Botschaften, die hier gesetzt werden. Dafür sitzt eine junge Grüne bei Lanz, die dann irgendwas erzählt von wegen Arbeit macht Menschen kaputt und am besten soll alles bedingungsloses Grundeinkommen und natürlich die Firmen noch mehr besteuern und so weiter. Also ein völliges Wolkenkuckucksheim, in dem hier viele leben. Und leider ist es wirklich offensichtlich so, dass es erst wieder einen Zusammenbruch geben muss, in dem die Menschen dann praktisch aufwachen aus dieser selbstgeschaffenen Trance. Das wünscht sich natürlich keiner. Man könnte das natürlich auch einfach vermeiden, indem man mal irgendwie versucht, einfach einen Politikwechsel herbeizuführen. Darüber reden wir ja ständig, nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch. Aber leider muss es wahrscheinlich in Deutschland wieder mal hart auf hart kommen, bevor da ein Umdenken einsetzt, ja. Mediale Umerziehung, uns ein Denken aufzwingen, nicht mit uns, nicht mit Hallo Meinung und nicht mit euch. Bitte unterstützt uns, dass wir solch eine Sendung machen können. Daniel, Politikwechsel. Ganz spontane Frage mit einer kurzen Antwort. Wir erleben, da wird dagegen gekämpft. Es wird von den Kartellparteien, CDU, CSU eingeschlossen, von den Linken, ja, Bündnis Sahra Wagenknecht, warten wir ab. Aber es wird von den Kirchen, von den Medien, von den Verbänden, von den Gewerkschaften, wird dagegen gekämpft. Es wird dagegen gekämpft. Wir haben jetzt hier in Münster die Verhandlungen gegen die AfD. Die Neue Zürcher schreibt ganz klar, der Verfassungsschutz muss abgeschafft werden. Die Bild-Zeitung schreibt heute und verschiedene andere Veröffentlichungen, Haldenwang sieht seine Hauptaufgabe im Kampf gegen die AfD und Rechtsextremismus. Daniel, wir haben keinen Linksextremismus gegen die AfD. Für die RAF wird in Berlin demonstriert. Wir haben keinen legalistischen Islam, die Unterwanderung der Institutionen. Wir haben keinen Linksextremismus. Wir haben keine Gewalttaten auf Schulen. Wir haben keine Clankriminalität. Wunderbar. Daniel, die haben doch sowas von die Hosen voll, dass sie ihre Position verlieren würden. Position bedeutet für das, was wir arbeiten, davon leben die doch. Korrigiere mich.
Nee, genau so ist es. Du hast noch was vergessen in der Aufzählung. Die New York Times hat ja sogar jetzt geschrieben, dass in Deutschland Demokratie gefährdet sieht infolge dieses Ja. 13-Punkte-Plans von Faeser. Also im Ausland wird es offensichtlich sehr viel wacher wahrgenommen als bei uns selbst. Und es ist halt, wie gesagt, es ist eine Geisterfahrt, es ist eine kollektive Psychose. Es ist ein einziges Ablenkungsmanöver. Man spricht nicht mehr über die echten Probleme, sondern über herbeifantasierte Scheinbedrohungen, die es nirgendwo gibt. Das ist eine Geistererscheinung. Man merkt ja, wie dünn dann plötzlich das Eis wird, wenn man mal die Menschen wirklich, wenn man überhaupt noch jemanden findet, der sich auf so weit auf die Diskussion noch bereit ist einzulassen und fragt den dann mal, was konkret, worin besteht diese rechte Bedrohung? Was konkret ist das? Und die kommen schon ins Schleudern, die können nicht mal irgendwas aus dem AfD-Programm zitieren, weil sie es gar nicht gelesen haben. Und dann kommt man immer wieder auf diese Punkte, ah ja, Gauland fliegen, Vogelschiss der Geschichte oder Herr Höcke Mahnmal der Schande, dann das sind die einzigen Dinge, die da immer wieder kommen. Und ansonsten fehlen objektiv irgendwelche Hinweise, auch wenn man sagt, wo ist denn der Recht, zeig mir bitte, wo ist der rechte Antisemitismus? Wo hat der in Deutschland Juden zu Schaden gebracht in der letzten Zeit? Dann mit etwas Mühe kommt vielleicht der ein oder andere da noch drauf, dass er sagt, da war doch mal was vor 5 Jahren in Halle an der Synagoge. Ja, genau, dieser Fall, der wird auch immer wieder strapaziert, was ja zum Glück auch verhindert wurde. Aber das ist doch ein, wenn man so will, ist es doch wirklich ein völliges Missverhältnis zu dem, was offensichtlich hier schiefläuft, wo wirklich die Gewalt ist, wo wirklich die Sicherheit gefährdet wird. Und das geht nicht von Deutschen aus und schon gar nicht von der AfD, das geht von den importierten, sage ich mal, Destabilisatoren aus, die wir uns hier ins Land geholt haben. Und auch die ganze Überlastung der Sozialkassen, die Wohnungsnot, all das hat letztlich was mit diesem Thema Zuwanderung zu tun. Und zwar nicht Zuwanderung per se, wir können nicht aufhören und müde werden, das immer wieder zu betonen. Es geht nicht um Zuwanderung per se, es geht um die Qualität der Zuwanderung, die wir in Deutschland haben. Dass es eben gerade keine Fachkräftezuwanderung ist und auch keine echte Zuwanderung von politisch Verfolgten, sondern eben eine Wirtschaftsmigration und zwar von ungebildeten, gewaltbereiten und kulturfremden Menschen mehrheitlich, die dieses Land eben wirklich destabilisieren. Und die Menschen haben in allen Bereichen, es gibt verschiedene Einstiegspunkte, ab wann dann für jemanden sozusagen das Maß voll ist und er sagt, okay, jetzt brauche ich auch mal eine neue Sicht und bin bereit, mich einem Politikwechsel zu öffnen. Ab wann der dann bereit ist, sozusagen sein Hallo-Wach-Moment, ab wann der bereit ist, dann sich der AfD auch mal vielleicht zuzuwenden und sich mal damit zu beschäftigen. Aber es hängt letzten Endes alles mit dem Thema Migration zusammen. Das ist eigentlich so die große, das muss man wirklich sagen, das ist eigentlich die große Gretchenfrage der Zeit. Und solange sich da nichts ändert, und die können auch die AfD kaputt reden, sie können sie vielleicht sogar runtersabotieren auf die Bedeutungslosigkeit, wie damals mit den Republikanern, und vielleicht schaffen sie es sogar, sie zu verbieten. Das glaube ich zwar persönlich nicht, aber du glaubst doch nicht, Peter, dass damit die Probleme weg wären. Die Probleme sind weiterhin da und die Menschen werden dann andere Ventile suchen, denn das Problem ist, wie gesagt, nicht die AfD, das Problem ist, sind die nicht angesprochenen Fehlentwicklungen in diesem Land, die einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und noch so viel Verfassungsschutz und noch so viel Gegenkriminalisierung und noch so viel Desinformation von Korrektiv und so weiter werden es nicht verhindern, dass irgendwann die Menschen einfach sagen, jetzt ist das Maß voll. Und dann wäre noch die AfD und eine parlamentarische Lösung dieser, sage ich mal, dieses Unmuts durch eine vernünftige parlamentarische Opposition. Das wäre mit Sicherheit noch der harmloseste Weg, dieses Problem in den Griff zu kriegen, indem man nämlich einfach an der Wahlurne sagt, mit dieser Politik ist Schluss, die wählen wir ab und jetzt kommt was anderes. Wenn man das verhindert mit Parteiverboten oder mit so linken Methoden, wie das im Moment hier passiert, mit Faeser, Haldenwang und Co., dann wird am Ende die Bevölkerung sich ein anderes Ventil suchen. Ich glaube nicht, dass das dann demokratischer und zivilisierter abläuft. Daniel, hochinteressant diese Thematik. Du siehst, uns geht der Redestoff bzw. der Inhalt nicht aus. Ich danke dir für deine Ausführungen, bedanke mich bei den Zuschauern für ihre Aufmerksamkeit. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Ich sage danke für die Unterstützung. Nur so sind solche Sendungen möglich. Daniel, danke. Danke für die Einladung, Peter.